Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Sehr herzlich darf ich Sie zu den Steilvorlagen 2019 begrüßen. Die Veranstaltung findet jetzt zum 7. Mal in Folge statt. 7 sagt man ja immer Schicksalsjahr, Schicksalszahl. Wollen wir mal sehen am Ende des Tages, wo wir stehen. Kunden nachhaltig überzeugen, das ist das Motto, unter dem die Tagung heute steht. Innovative Technologien und erfolgreiches Personal Branding. Wir müssen uns natürlich alle als Information Professionals fragen, wo geht denn die Zukunft hin? Wie wird sich unsere Arbeit verändern? Wird sich unser Job verändern? Was verändert sich und was bleibt? Mary Ellen hat das sehr schön gefragt. Will our job change? What will change? Have we to change and what will remain unchanged? Und ich glaube, das ist der erste Teil der Konferenz und da werden wir versuchen, Ihnen diese Frage zu beantworten. Wir haben natürlich einen unheimlichen Hype um Artificial Intelligence, um Big Data Analytics, aber der Hype, wo bleibt der Information Professional? Was kann der Information Professional tun? Nun, wir müssen uns nach wie vor beim Kunden verkaufen, wir müssen Aufträge akquirieren, wir müssen unseren Chef überzeugen und dafür brauchen wir unsere eigene Persönlichkeit, unsere persönliche Marke, unser Personal Branding und deswegen haben wir im zweiten Teil der Konferenz, widmen wir uns der Fragestellung, wie kann ich mein Personal Branding, meine eigene Personenmarke bestmöglich gestalten und optimieren, sodass ich eben auch erfolgreich meinen Business gestalten kann. So we will not only take care of technical competences, but what is important is also to have our own and best optimized personal branding, and that will be the second part of our conference. Unsere Sprecher darf ich recht herzlich begrüßen. Unsere Keynote-Speakerin ist Mary Ellen Bates aus USA. Mary Ellen, we are very pleased to have you here and that you took all the whole journey over the ocean to come to us and to speak to us. And we are very keen on your thoughts about the role of the information professional and artificial intelligence and big data analytics. Thank you for coming. Im zweiten Vortrag wird uns Gerlinde Mohr, Senior Information Specialist von Bain & Company, erklären, wie die neuen Herausforderungen auf Information Professionals zu bewältigen sind. Sie wird uns anhand von sehr interessanten Beispielen in die sogenannten Advanced Research Tools einführen. Ich selber weiß momentan nicht, was genau darunter zu verstehen ist, aber ich kann Ihnen versprechen, das wird sicherlich sehr spannend werden, wenn sie uns dies erklärt. Frau Dr. Annie-Barbara Endler-Jobst von Roche Pharmaceutical Research and Early Development Informatics. Das habe ich mir wohl gelernt. Ist Head of Data Science bei Roche und sie wird uns erläutern, wie sie Social-Media-Informationen bei Roche einsetzen und nutzen können, um die Entwicklung von Medikamenten möglichst optimal auch auf die Patientenbedürfnisse anpassen zu können. Und da bin ich besonders gespannt drauf. Und wir werden vor der Podiumsdiskussion von Stefan Reif, Founder von Personal Brands, hören, wie wir eben unsere eigene Personenmarke sehr gut optimieren und gestalten können und was wir dafür eben auch tun müssen und können. Ein ganz herzliches Dank schon einmal vorab an unsere Referenten und da dürfen Sie jetzt applaudieren. Die Referenten haben keine Kosten und Mühen gescheut und wir haben ein sehr strenges Management im Arbeitskreis mit unseren Referenten. Die haben alle Termine eingehalten, haben alle ihre Charts vorher abgegeben und das war also ein prima Networking, was wir hier zusammen gehabt haben. Herzlichen Dank natürlich auch an unsere Sponsoren. Wir werden unterstützt von unseren Gold- und Silber-Sponsoren. Die werden sich Ihnen auch in einem Elevator-Pitch noch kurz vor der Kaffeepause separat vorstellen. Das ist einmal Click,
ein Anbieter aus dem Bereich Business Intelligence und Data Analytics. Das ist das Copyright Clearance Center, das eben kollektive Urheberrechtslizenzierungsdienste für Unternehmen, Hochschulen und Bibliotheken anbietet. Und Cinemalytics, auch ein Anbieter aus dem Bereich Business Intelligence mit besonderem Fokus auf der Analyse großer Textmengen. Diese Sponsoren sind hier das erste Mal dabei, gleich als Gold- und Silber-Sponsoren. Und deswegen bin ich auch besonders gespannt auf den Elevator-Pitch, der Ihnen dann vor der Kaffeepause eben auch dazu dienen soll, ins Gespräch mit den Sponsoren zu kommen. Die weiteren Sponsoren sind Firmenwissen Kreditreform, einer der weltweit führenden Anbieter für Unternehmensinformationen, GBI Genios, einer der führenden Wirtschaftsinformationsanbieter, Mindsoft, einer der führenden Patentinformationsanbieter, Fitz Karlsruhe, heute erstmalig dabei, freut mich besonders, einer der führenden Anbieter im Bereich technisch-wissenschaftlicher Information und Knowledge Agent, einer der bekannten Anbieter für Markt- und Wettbewerberinformation und M-Brain in ihrer Kongressbeilage bekannt eben für sein Markt- und Medienmonitoring. Ihre Kongresstasche sollten Sie öffnen. In dieser Kongresstasche finden Sie einen Fragebogen, den sollten Sie möglichst zügig rausnehmen und schon so während der Tagung anfangen auszufüllen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und wenn Sie dann, bevor Sie zum Mittagessen gehen, den Fragebogen bitte beim Ausgang auf den Tisch, auf den Stuhl legen, ausgefüllt, dann können wir auch sicherstellen, dass Sie ein Essen bekommen. Ich komme aus der Marktforschung, da weiß ich, wie man die Befragten unter Druck setzt. Ja, ganz herzlich möchten wir uns... Gibt es noch einen? Ja, bei unseren Medienpartnern bedanken, allen voran Open Password. Sie haben ja auch sicherlich verfolgt, dass wir schon eine ganz ausführliche Vorberichterstattung zu der Tagung hatten. Hier herzlichen Dank an Herrn Dr. Willi Bredemeier. Er wird auch den Fragebogen wieder in bewährter Weise ausfüllen und Sie werden dann auch über dieses Organ informiert werden, wie das Feedback ausgegangen ist. Und auch nochmal herzlichen Dank an BIT Online, unseren weiteren Medienpartner, der dann im Anschluss an die Tagung berichten wird. Ja, ich darf nun an Michael Klemms übergeben, der unsere Keynote-Speakerin Mary Ellen Bates einführen wird. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Tagung und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus